Ich kann das sehr sicher sagen, dass der Partner für die Frau während einer physiologischen, natürlichen Geburt sehr viel mehr tun kann als eine Hebamme. Vielleicht wird dich das jetzt überraschen, aber das ist tatsächlich so. Das habe ich selbst erlebt und meine Kursfrauen erleben das genauso. Und warum das so ist, erzähle ich dir jetzt gleich. Mein Name ist Alina Todorova. Ich begleite angehende Eltern in mentaler Geburtsvorbereitung. Wenn ihr euch gerade nach einem Kurs in mentaler Geburtsvorbereitung umschaut, dann lade ich euch ganz herzlich ein, in den Happy Birthing Days mitzumachen, online oder eine 1:1-Begleitung mit mir zu buchen, wenn ihr eine ganz individuelle Vorbereitung auf die Geburt wollt. Ich und mein Partner Alex, mein Ehemann, wir haben es sogar geschafft, beim zweiten Kind eine schmerzfreie Geburt zu erleben. Die war schmerzfrei für mich und der Alex hat mich sehr dabei unterstützt. Beim ersten Kind hatten wir das alles noch gar nicht gewusst und Alex hat sich gar nicht so in der Geburt engagieren können. Er war eigentlich dabei und hat beobachtet. Beim dritten Kind haben wir eine Hausgeburt erlebt. Alex hat sich da in der Geburt sehr engagiert, weil er natürlich alle Vorbereitungen getroffen hat. Und dann auch alle Nachbereitungen lagen auch an ihm. Bei diesen zwei Geburten von unserem zweiten Sohn in der Klinik und bei der Hausgeburt konnte sich Alex so gut engagieren, sicher sagen, dass die Geburten sicher nicht so verlaufen hätten können, wenn er nicht dabei wäre. Geburt ist eine physiologische, natürliche Erfahrung, genauso natürlich wie ein Gang auf die Toilette. Es ist aber gleichzeitig auch eine Grenzerfahrung für die Frau, weil während der Geburt der größte Muskel in ihrem Körper arbeitet. Der physiologische Verlauf der Geburt wäre also so, dass die Frau in regelmäßigen Abständen Geburtskontraktionen spürt. Da sind eben diese Anspannungen des Gebärmuskels. Die meisten Kontraktionen finden hier oben statt. Diese Kontraktionen kommen in regelmäßigen Abständen. Also es gibt immer eine Welle, dann eine Pause, eine Welle, dann eine Pause bis zum Ende der Geburt. Der natürliche Zustand der Frau bei diesem Prozess ist der Trancezustand. Das kennen wir alle, wenn wir zum Beispiel so einen Spaziergang machen, so eine Wanderung. Wir gehen einen Schritt nach dem anderen, einen nach dem anderen und kommen so langsam nach und nach in so einen Trancezustand, in dem wir merken, ich bin mit dem Kopf da und aber auch nicht da. Also, das ist so eine leichte Meditation. Und genauso passiert das mit den Frauen während der Geburt, da sie regelmäßig Welle, Pause spürt, kommt sie nach und nach mit jeder weiteren Stunde oder sollte sie mit jeder weiteren Stunde in einen leichten Trancezustand kommen. In dem Trancezustand ist die Frau so ganz bei sich, sie entspannt sich auf ihre Art und Weise. Und wer kann das schon besser sagen, was die Frau für diese Entspannung braucht, als der Partner? Der Partner kennt seine Frau in der Regel am besten, noch besser als die Hebammen. Er weiß, was sie braucht, um besser in diesen Trancezustand zu kommen. Er hat sie schon mehrmals gesehen, wie sie sich entspannt. Er hat mehrmals gesehen, was sie für Musik hört. Er weiß am besten, was sie denn trinken mag, wie sie kommuniziert, wenn sie in Stress ist, wie sie kommuniziert, wenn sie in Ruhe gelassen werden möchte, wie sie denn drauf ist, wenn sie überfordert ist. Und all diese Signale, all diese Zustände der Frau bei der Geburt kann der Mann am besten ablesen und kann seine Frau dann auch am besten unterstützen, damit sie sich wieder tiefenentspannen kann.
und wieder in den Trancezustand gelangt. Und wenn wir auf die chemischen Prozesse im Körper schauen, die bei der Frau während der Geburt passieren, dann sehen wir, dass die Frauen sehr viel Oxytocin produzieren. Und je weiter die Frau in der Geburt ist, je weiter sie sich öffnet, desto mehr Oxytocin wird produziert. Was sind denn Oxytocine? Das sind Liebeshormone. Die werden auch in anderen Lebensbereichen produziert, wenn die Frau zum Beispiel einen schönen Liebesfilm schaut oder wenn sie in eine tiefe Verbindung mit ihrem Kind geht, beim Kuscheln, beim Sex. Und der Partner kann sie bei diesem Prozess der Oxytocinbildung viel, viel besser unterstützen als eine Hebamme im Kreissaal, weil er die Frau eben kennt. Er weiß, wie er sie berühren muss, wie sie es am besten mag, berührt zu werden, damit sie diese Oxytocine produzieren kann. Welche Worte sie in intimen Momenten hören mag, das weiß der Partner alles viel, viel besser und kann die Frau in dem Sinne viel, viel besser unter der Geburt unterstützen als jede Hebamme und jeder Arzt, jede Ärztin. Wenn der Partner es weiß und bei der Geburt dann auch anwendet und so der Frau hilft, diese Oxytocine mehr ausgeschüttet zu bekommen, dann hilft er der Frau während der Geburt sich sanfter und schneller zu öffnen für das Baby. So werden dann auch mehr Endorphine gebildet, das sind Glückshormone. Und die Glückshormone haben eine tolle Wirkung in unserem Körper. Sie reduzieren den Schmerz, der vielleicht da ist. Und so hilft der Partner eben der Frau bei der Geburt angenehmere Empfindungen zu haben, sogar Glück zu empfinden. Das macht den Prozess unheimlich schön. Und ich bin überzeugt, dass der Geburtsprozess als genauso gedacht worden ist von dem Schöpfer als ein glückliches Ereignis für die Familie. Wie sich der angehende Papa genau auf die Geburt vorbereiten soll, erzähle ich im nächsten Video. Bis dahin.